Stranger, where you been? Long time no see. I'm in the game. Play to win. Another round of me. Yeah. Servus liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Ja, es ist wieder ein Farm-Video und zwar geht es um die Hadron-Karten. Passend heute dazu haben wir nämlich ein Turnier. Genau. Also das Turnier geht etwa 2 Tage, hat heute angefangen, geht morgen auch noch weiter. Und Ziel ist es natürlich, so viele Hadron-Karten wie möglich zu sammeln. Zum einen geht das Ganze mal im Einzelmodus. Damit werden wir nämlich gleich anfangen. Ab Level 51 könnt ihr den Boss, 41 könnt ihr den boshaften Spiegel betreten, das machen wir jetzt. Und dann legen wir direkt los. Das ist ein relativ simpler Modus, nicht ganz so schwer, sollte eigentlich für jeden machbar sein. So. Und auf geht's. Ziel hier ist es, die Dinger wegzuhauen, die gerade auf den Kristall einwirken. Und sobald die down sind, müsst ihr nur den Kristall hier looten. So, jetzt. Das macht ihr genau 4 Mal und dann kommt der Boss. Geht relativ schnell. Also seid dann 2-3 Minuten durch in der Regel und kriegt so 5-6 Kärtchen oder vielleicht auch mehr. So, und der nächste wird gelootet. Ah, Mann, jetzt war ich mitten in der Bewegung. So. Okay, und dann sind wir nämlich schon beim letzten. Okay, und jetzt looten wir den letzten Kristall. Ey, sag mal, Alter, was ist denn heute los? Okay, letzter Kristall wird gelootet. Und dann geht's schon ab zum Bosskampf. Ja, diese Pop-Ups nerven echt richtig. Also der Boss ist auch nicht gerade sehr stark. 2 Skills in der League. So. Und wir haben 5, 7, 8 Kärtchen gekriegt. Sehr schön. Aber das ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, diese Hadron-Karten zu farmen, beziehungsweise Fragmente davon. Ich mache gerade Pause und dann geht's gleich weiter. So Leute, wir sind am nächsten Spot angelangt. Und zwar, ich sage euch geschwind, wo der ist. Er befindet sich auf der Weißspitze des Gebietes von Level 15 bis 25. Das heißt, ihr könnt problemlos mit Level 15 anfangen, Hadron-Karten zu farmen. Würde ich euch nicht empfehlen, beschäftigt euch lieber mit dem Leveln. Ja, weil ihr die sowieso erst ab Level 40 benutzen könnt. So. Also. Hier, genau wo ich jetzt gerade stehe, spawnt der. Ich muss gerade selber mal kurz nachschauen, wie der heißt, wenn er beim nächsten Spawn kommt. Also wenn gerade kein Event ist, dann könnt ihr in der Regel davon ausgehen, dass hier kaum jemand steht. Also es ist wirklich hier in der Ecke. So. Also in der Dolchschlucht. Und das ist wirklich nur der Mob, der hier direkt spawnt. Ist der das? Ne, das war jemand anders. Okay.
Oh je. Aber ich, für meines Erachtens, finde es im tiefen Grund besser, weil ich glaube, das spawnt er ein bisschen häufiger. Hier kommt's, mir kommt es so vor, ich habe es aber noch nicht genau nachgeschaut, mir kommt es aber vor, als ob es hier fast doppelt so lange dauert, bis der kommt. So etwa 2 Minuten. Also ich persönlich werde den Tiefengrund farmen, an dem Klippending oder wie das Ding heißt. Ja, weil ihr seht, Aufnahme 1 Minute 30, er war noch gar nicht da. So, jetzt kommt er. Krug Flammenschädel heißt er. So, und wir looten. Und wir bekommen ein Fragment. Ich habe den gerade eben schon gehabt, also Spawnzeit sind etwa wahrscheinlich 2 Minuten hier an dem Spot. Als ich ihn davor gelootet habe, hat er zum Beispiel auch 3 Fragmente gewirkt. Wir befinden uns jetzt im tiefen Grund. So, falscher Knopf. So, wir sind hier im tiefen Grund, befinden uns genau am Zahnradtempel. Hier spawnt genau jede Minute auch so eine Elite-Mob oder wie auch immer. Genau an dem Spot, also hier an der Ecke, wo ich stehe. Das ist prinzipiell ganz hinten auf der Karte. Ich finde den Spot persönlich besser, weil er hier doppelt so oft spawnt, also wirklich jede Minute. Auf dem anderen Spot sind es alle 2. Hier lootet ihr auch in der Regel zwischen 1 und 3 Hadronkartenfragmente. So, wir warten kurz, dann müsst ihr jetzt gleich kommen. Da ist er schon. Bam. Revoltierender Anführer heißt der Gute. Ich würde euch empfehlen, einfach hier stehen und dann jede Minute einfach euren AOE-Skill raushauen. Oder wenn ihr 2 AOE-Skills habt oder Flächenskills halt. Wenn ihr Ranged seid, stellt Fallen auf. Ihr müsst halt versuchen, ihn auf jeden Fall mal anzuhitten. Ja, gut. Dann würde ich sagen, kennt ihr jetzt die 2 Spots, um Fragmente zu farmen? Ihr wisst, dass ihr sie in dem Kerker war's, nicht Kerker, doch in dem Einzelmodus kriegt ihr sie auch. Aber ich würde euch wirklich diesen Spot hier empfehlen. Hier lohnt sich's am meisten. Ja, in diesem Sinn möchte ich mich schon verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend. Ciao, ciao!